Wesso, gratuliere, sehr eine souveräne Leistung. Gesamtscore 5:0 gegen Kuopio. Nicht selbstverständlich, ich glaube, man kann zufrieden sein. Ja, natürlich nicht selbstverständlich. Ein Spiel ist immer schwierig und wir haben es mit voller Konzentration angefangen. Wir konnten uns früh mit einem Tor belohnen, aber dann haben wir weitergearbeitet. Kuopio hat immer versucht, von hinten zu spielen. Wir haben probiert, immer Druck zu machen, war nicht immer einfach, aber wir haben geschafft, in diesen zwei Spielen kein Tor zu bekommen, 5 Tore zu schießen und so weiter kommen. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Der Start natürlich fantastisch mit dem Goal schon in der 3. Minute von Jean-Pierre. Ja, ich glaube, es war der perfekte Start. Wir haben geschafft, eine gute Kombination und mit einem super Tor von GP am Ende. Das hat uns direkt diese Energie gebracht. Und ja, aber dann haben wir nicht zugelassen. Wir haben weitergemacht, weitergearbeitet, viel gelaufen auch. Und ja, wir sind am Ende verdient weitergekommen. Ja. Nachher dein wunderschöner Goal, Pass von deinem besten Freund, von Cedric Gittin, der ableitet und du voll drauf zielen, echt voll durchziehen. Ja, genau. Also wir reden viel außer dem Platz. Wir kennen uns, wir zeigen uns Video vom Spiel. Und so erkennt meine Bewegungen, ich kenne seine. Das ist sehr wichtig, dass wir uns so gut verstehen. Und typisch in so einer Situation, er weiß, dass ich da bin. Und der spielt mir so nach hinten. Und dann der Gegner kommt, keine Frage. Und ich probiere diese Winkel und es kommt perfekt. Und da bin ich froh, ich könnte mein erstes Tor dieser Saison schießen. Ja. Ja, wieder mal fantastische Schusstechnik. Immer auch gerne gesehen bei europäischen Spielen bei dir. Letztes Jahr gegen Ferencváros ähnlich. Einfach wunderbare Schusstechnik, hast du das schon immer gehabt oder hast du das speziell trainiert? Ja, ich glaube, ich trainiere viel. Ich probiere immer nach dem Training viel zu schießen. Und, ja, ich glaube, es war immer eine von meinen Stärken, aber ich probiere immer weiter daran zu arbeiten, um es zu verbessern. Und ich bin glücklich, dass ich heute ein Tor machen konnte. Ja. In der zweiten Halbzeit, Champion nochmal, wieder Assist von Cedric Gittin. Cedric Gittin heute mit 3 Assists. Ja, fantastische Leistung von ihm, vom Champion, von allen. Eine sehr solidarische Leistung, wenn man bedenkt, 7 Wechsel. Und trotzdem hat man nichts gemerkt. Das ist auch sehr speziell, oder nicht? Ja, genau, wie du sagst, JP und Cedi und mit auch anderen Schirmer, sie reden viel in den Training, sie probieren auch nach dem Training viele Übungen zusammen zu machen mit dem Assistenten. Und so gelingt es, sie verstehen sich immer besser. Und ich glaube, es wird im Laufe der Saison immer besser. Und das ist super für die Mannschaft und ja, für uns. Ja. Du persönlich hast eine sehr gute Phase. Jetzt gestartet 3-mal nacheinander, es ist viel rotiert worden, aber du nicht. Was bedeutet das für dich? Ja, also es ist super, dass ich kann so Spiele ein Spiel nacheinander spielen, so bekommst du viel Spielrhythmus, auch das Vertrauen, du fühlst dich voll auf dem Platz. Und ja, ich arbeite viel neben dem Platz, damit ich auf dem Platz wieder spiele und ich gebe immer Vollgas auf dem Platz, wenn ich meine Chance bekomme. Jetzt kommen sehr intensive Wochen auf uns zu. Jetzt haben wir den Servette, das Spitzenspiel, beide 8 Punkte. Am Sonntag nachher Anderlecht, wo wir eine riesen Stimmung erwarten. Ist das die schönste Zeit als Fußballer, so die richtig grossen Spiele, die jetzt kommen? Ja, wie du sagst, es ist das Beste. Wir spielen jede 3-4 Tage und für uns ist das Allerbeste als Fußballer. Und wir haben dieses riesige Glück, in so einem Stadion zu spielen und so vor so tollen Fans zu spielen. Sie geben uns so viel Energie und wir freuen uns natürlich riesig vor dem Spiel am Sonntag. Es wird ein Kampf sein. Servette hat noch nicht verloren diese Saison und wir werden alles tun, um dieses Spiel zu gewinnen und wir wissen, dass die Fans uns wirklich viel Energie am Sonntag geben würden. Und dann eben Donnerstag, Anderlecht, ein Riesenlos, wirklich einer von auch ein Durchkracher in der Conference League Playoffs. Was erwartest du dort? Ja, 2 sehr intensive Spiele. Ich denke, es wird sehr ausgeglichen. Also wir haben unsere Qualität, wir werden alles geben, um weiterzukommen und wir werden probieren, wirklich unsere Qualitäten auf den Platz zu bringen. Und mit diesem Teamspirit, das wir haben, zusammen, so können wir weiterkommen. Ja. Also, gratuliere zu der fantastischen Teamleistung und zu deinem ersten Goal für Saison und Hopibe. Merci, danke, Hopibe.